Moin aus dem Wunderland. Ich bin Herr Steffen und ich baue aktuell digitale Flaggen für die Rennstrecke in Monaco. Die digitalen Flaggen, das sind solche kleinen Ständer hier, die nachher genauso aussehen sollen wie auf der echten Rennstrecke. Das heißt, auf der echten Rennstrecke gibt es zusätzliche Bildschirme, die einfach die Streckenposten unterstützen und die Signale der Flaggen anzeigen, damit die Rennfahrer die Signale einfach schneller wahrnehmen. Genau das Gleiche versuchen wir hier in klein nachzubilden, dass wir die Farben genau wie in echt auf unserer kleinen Rennstrecke auch darstellen können. Und wie ich das Ganze mache, zeige ich euch jetzt. Wie sind wir an die ganze Sache rangegangen? Das Problem ist natürlich, die Rennstrecke Monaco ist immer nur temporär aufgebaut. Das heißt, man kann auch schlecht eben hinfliegen und nachgucken, wie sieht das aus. Oder es gibt immer nicht so wahnsinnig viele Bilder, wie sowas aussieht in echt. Natürlich gibt es von der FIA Vorgaben. Anhand dessen haben wir uns ein bisschen versucht zu orientieren. Und natürlich haben wir versucht zu recherchieren, wie sieht das dann wirklich auf der Rennstrecke Monaco aus. Das heißt, wir haben unter anderem Rennen angeguckt. Cockpit-Views von Rennrunden, um herauszufinden, wann gehen die Flaggen an, welche Flaggenfarben gibt es, wo stehen die Flaggen insbesondere. Das war gar nicht so einfach, weil wir natürlich immer versuchen mussten, genau Runden zu finden von Rennfahrern, die aufgezeichnet wurden, die uns noch zur Verfügung stehen, irgendwo im Internet zum Beispiel, und wo die Flaggen natürlich auch zu erkennen sind. Als weiteres haben wir uns noch einem kleinen Trick bedient. Einer unserer Kollegen hat das neueste Formel-1-Spiel auf der PlayStation. Das hat er mit hergebracht und wir konnten die Rennstrecke Monaco 1:1 abfahren und sehr langsam abfahren, um die Standorte der digitalen Flaggen herauszufinden und auch zu sehen, wie diese aus sind. Weil das Rennspiel, das aktuelle, ist wirklich sehr detailliert und ist tatsächlich auch so genau, dass es mit den Positionen, die wir in den Videos von der realen Rennstrecke gefunden haben, auch tatsächlich übereinstimmt. So hatten wir dann nochmal eine gute Kontrolle, um einfach vergleichen zu können, sind die Positionen in echt genauso wie im Spiel, beziehungsweise haben wir die richtigen Positionen gefunden. Das war eigentlich ein dummer Zufall, wenn man so will. Ich bin nach Hamburg ursprünglich zum Studieren gezogen. Und in der Vorwoche von meinem Studium, wo man die ganzen Leute kennengelernt hat, habe ich auch eine Kommilitonin von mir kennengelernt, die Hamburgerin ist. Und sie hatte in der ersten Vorlesungswoche ein bisschen Langeweile in der Vorlesung, hatte schon mitbekommen, dass ich so ein kleiner Schrauber und Bastler bin. Hat mir dann in der Vorlesung eine Stellenausschreibung aus dem Miniaturwunderland geschickt, dass die Mechatroniker in Vollzeit suchen. Und ja, in der gleichen Vorlesung hatte ich genauso viel Langeweile, habe dann eine kurze, knappe E-Mail auf die Stellenausschreibung geschrieben, ob das nicht auch in Teilzeit gehen würde und was ich so vorher gemacht habe, weil ich wollte ja noch studieren. Und ja, 2 Stunden später hat mich mein damaliger Abteilungsleiter zurückgerufen und meinte so, ja, Steffen, das hört sich alle ganz nett an, ist ein bisschen knapp gewesen, aber hast du nicht mal Zeit, vorbeizukommen, damit wir ein bisschen ausführlicher reden können? Meinte ich so, ja, wann denn? Ja, hast du morgen Zeit? Und dann war ich am nächsten Tag im Wunderland zum Vorstellungsgespräch, hab da überhaupt gar nicht drüber nachgedacht, hab auch eigentlich nichts mitgenommen gehabt, keine Bewerbungsunterlagen und nichts. Hab mich dann mit meinem damaligen Abteilungsleiter dann, ich glaube, 2 Stunden über Gott und die Welt unterhalten und so, ja, das hört sich alles ganz gut an. Hast du nächste Woche Zeit zum Probearbeiten? Woche später, gesagt, getan, war ich dann zum Probearbeiten da. Kam mal wieder zu mir, meinte so, ja, man sieht ja, ein bisschen gelernt, du kannst das ja wohl. Hast du Bock anzufangen? Ich so, ja, können wir machen. Und so bin ich dann hier gelandet. Wie bei jeder anderen Lampe auch, starten wir eigentlich hier mit einem Messingkonstrukt, wo ich hier speziell kleine Messingrohre abgeschnitten, gebogen habe. Genauso der Ständer ist hier ein bisschen massiver ausgeführt, weil die digitalen Flaggen bei uns auf der Anlage direkt auf den Fahrbahnplatinen mit draufstehen. Da können wir direkt nicht durchbohren. Dadurch mussten die ein bisschen massiver ausfallen, dass die ganze Sache auch freistehen und alleine stehen kann, damit wir ein bisschen hinter den Platinen die Kabel durch die Anlage führen können. Dadurch haben wir hier ein bisschen dickeren Messingblock genommen, den ich gefräst habe. Das Ganze wird dann zusammengelötet, verlötet und später auch lackiert. Im nächsten Arbeitsschritt haben wir hier so kleine Rahmen modelliert per CAD. Die haben wir hier im Haus selber 3D gedruckt, auch lackiert. Das ist quasi unsere Halterung für den Bildschirm, oder das ist unser Bildschirm. Hier in dem Bildschirm werden von außen jeweils die verschiedenfarbigen LEDs reingesetzt. Also einmal grün, rot, blau und gelb. Wenn die LEDs eingesetzt sind, kommt hier noch so ein Acrylglaskörper rein. Der sorgt zum einen dafür, dass wir natürlich eine
Bildschirmoptik haben. Zum anderen ist das hier spezielles Acrylglas, was wir jetzt zum ersten Mal verwendet haben, was eine gewisse diffuse Wirkung hat. Das heißt, wenn wir hier normales, klares Acrylglas einbauen würden, würde sich das Licht der LED nicht so schön verteilen, sondern man würde nur einen Lichtpunkt sehen. Und die diffuse Wirkung von diesem Acrylblock sorgt quasi dafür, dass das Licht gebrochen wird und sich so schön über die gesamte Fläche des Acrylblocks verteilt. Wie eben erwähnt, können wir ja nicht die Verkabelung direkt durch die Fahrbahnplatinen realisieren, sondern haben dafür uns so kleine Stromkästen gezeichnet und hier im Haus auch selber 3D gedruckt, damit wir einfach eine Steckverbindung realisieren können, die ein bisschen abseits von der eigentlichen, vom eigentlichen Standort ist. Falls natürlich mal so eine Lampe kaputt geht, dass wir sie auch austauschen und warten können. Gute Frage. Also ich würde deine Frage so ein bisschen umschiffen und sagen, ich würde am Flughafen starten, weil ich es wahnsinnig cool fänden würde, auch mit unseren Flugzeugen zu fliegen und vor allen Dingen auch mit der Hummel und mit dem Millennium Falcon. Das ist ja immer schon so ein kleiner Traum gewesen. Und würde dann einfach durch die Fahrzeugverbindung, also durch die Straßen, die wir haben, rüberfahren nach Knuffingen und den halben Tag dann noch mit den Autos durch die Gegend fahren. Ein bisschen Feuerwehr spielen. Und dann, wenn ich da mal wirklich irgendwann mal keine Lust mehr drauf hätte, würde ich mir einfach einen Zug setzen und einmal quer durch die Anlage fahren. Und dann vielleicht irgendwo in Skandinavien noch mal aussteigen und eine Runde Boot fahren. Ich glaube, das fände ich ziemlich cool, muss ich sagen. So, davon habe ich jetzt 19 Stück gebaut. Das sind auch die 19 Stück, die wir auf unserer Anlage benötigen. Dafür habe ich so um bei 3 Wochen gebraucht, um einfach noch ein paar auf Ersatz zu haben, weil wir nicht wissen, wie langlebig die sind und einfach über die Zeit auch, ja, welche als Ersatz zu haben, werde ich davon jetzt noch ungefähr so 10 Stück bauen für unser Lager. Und wie diese jetzt allerdings auf der Anlage aussehen, da machen wir jetzt eine kleine Stellprobe und schauen uns das Ganze mal an. Den einen lustigsten oder skurrilsten Moment habe ich gar nicht so in Erinnerung. Das Ding ist einfach, dass es so viele skurrile und lustige Sachen dauernd bei uns passiert. Wir sagen selber nicht ohne Grund, dass wir im Wunderland sind und dass wir uns manchmal echt wundern, warum was passiert oder auch, dass manche Dinge funktionieren oder wie sie funktionieren. Dementsprechend kann ich mich da gar nicht so auf einen so wirklich festlegen. Aber im Gegensatz dazu habe ich so einen wirklich... Ein Moment, der mich in den letzten Jahren sehr berührt hat, muss ich sagen, das war zur Rio-Eröffnung. Wir hatten am Abend, bevor die Rio offiziell eröffnet wurde, war die Samba-Tänzergruppe da, die am Tag der Eröffnung für die Eröffnung getanzt hat. Und da stand dann abends stand eine von den Tänzerinnen, das war eine etwas ältere Frau, stand neben mir, die zur Begleitung der Gruppe dabei war. Und hat sich Rio angeguckt und ist an zu weinen angefangen und hat wirklich erzählt,
dass da vorne ihr Bruder wohnt, dass da aus dem Bereich ihre Schwester kommt und dass es wirklich eins zu eins dargestellt ist. Und das hat sie wirklich zu Tränen gerührt. Und da stand ich daneben und hat gedacht so, ja, da haben wir was erreicht. Das ist schon wirklich, ist mir dann auch nahe gegangen, muss ich sagen. So, das sah ja schon mal sehr gut aus. Wir konnten die Flaggen zwar jetzt noch nicht leuchtend sehen, weil die Stellprobe erstmal nur dazu da war, um die Positionen wirklich genau herauszufinden und um zu gucken, wo wir die Löcher durch die Anlage bohren können. Aber ich bin mir sicher, später wird das richtig gut aussehen. Vor allen Dingen, wenn das Ganze dann, wenn die Anlage läuft, wie das Ganze mit den Fahrzeugen interagiert. Das werdet ihr dann in Zukunft sehen können, wenn die Anlage läuft. Und bis dahin, macht es gut und einen schönen Tag euch noch.